bin Petra Matthes, ich bin Künstlerin und ich habe mich beim Revierpionier beworben, weil ich letztes Jahr eine App entwickelt habe, die Wanderlon heißt. Es kommt aus dem Althochdeutschen, bedeutet wandeln. Und weil Veränderung ein übergreifendes Thema ist, mit dem ich mich beschäftige, kam dann diese Idee Gespräche über Kohle. Und Gespräche über Kohle meint ganz bewusst einmal den Festbrennstoff Kohle, aber auch das Geld Kohle. Also Gespräche über Kohle werden tatsächlich Gespräche mit Menschen, die sowohl im Kohlebergbau als auch im Bankwesen oder eben im Bereich erneuerbare Energien arbeiten. Und daraus wird sich ein Hörspaziergang entwickeln, dass es nachspazierbar ist, dass es erlebt werden kann. Ja, ich arbeite selber noch in der Kohle, ich bin selber noch als Schlosser in der MIPRAG tätig und ja, mein Herz schlägt so ein bisschen für die Erhaltung der Braunkohle, für diese Erhaltung der Geschichte hier im Revier. Wir haben ja hier unendlich viel Geschichte eigentlich, also hier direkt am Hermannsschacht. Und jetzt, da nun eindeutig die Weichen dahin gestellt wurden, dass wir von der Kohle weg wollen, bin ich halt wirklich sehr daran interessiert, dass noch ein paar Leute da sind, die das auch bewahren. Gespräche über Kohle macht deshalb auch besonders Spaß, weil ich selbst in Zeitz lebe. Ich habe auf der einen Seite die Vergangenheit, woher kommen wir? In dem Fall, wie haben wir mit Kohle gearbeitet? Wie haben wir mit Kohle geheizt? Wo sind wir im Moment und wo wollen wir hin? Und wer wird das finanzieren?